Hallo und willkommen zur Rückschau von Runde 8 und zur Partie des Tages. Ich habe mal wieder eine Partie von den Frauen ausgewählt und falls ihr euch wundert, ja, die Paarung gab es hier auf dem Kanal schon mal, denn die erste, also die Halbzeit des Kandidatenturniers ist vorüber und in der zweiten Hälfte spielen natürlich die gleichen Spielerinnen und die gleichen Spieler nochmal gegeneinander, nur mit vertauschten Farben. In der ersten Runde des Frauenturniers verlor Lei Tingji mit Weiß gegen Tan Zhongyi. Das war sicher ein sehr schlechter Einstieg in das Turnier und natürlich vermindert das auch immer automatisch direkt etwas die Chancen, wenn man solche Partien verliert. Aber jetzt sind wir in der zweiten Hälfte und Lei Tingji hatte ein richtiges Comeback geschafft, die letzten beiden Runden der Vorrunde gewonnen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie sie sich in der ersten Runde der zweiten Halbzeit schlägt. Denn ja, diesmal mit Schwarz und kann sie die Revanche schaffen. Nach D4 folgte D5, Springer F3, Springer F6 und Läufer F4. Ja, Tan Zhongyi spielt schon das ganze Turnier über immer irgendwelche D4-Nebenvarianten. Also bei D4 ist sie sehr konsistent, aber ich habe schon Kolle gesehen. Hier haben wir zum Beispiel das Londoner System. Sie scheint ja möglichst die forcierten Varianten ausschließen zu wollen. Aber natürlich ist auch Londoner System inzwischen so in Mode gekommen, dass die Schwarzen da auch gut vorbereitet sind. E3, Springer C6, Springer D2 und hier könnte es sein, dass Lei Tingji meine Partien verfolgt. Ich habe nämlich im Februar hier auch den Zugläufer G4 gespielt, aber vielleicht hat sie auch in die Datenbank geschaut. Da gibt es schon eine ganze Menge Partien. Die Idee von Schwarz ist es im Prinzip, diesen Läufer zu entwickeln, bevor man E6 spielt. Und es gibt hier auch sehr, sehr scharfe Varianten mit Dame B6. Diese wollte sie offenbar vermeiden. Da muss man sich echt viel merken und ja, wenn Weiß da eine kleine neue Idee findet, kann das schon gefährlich sein. Deshalb Läufer G4 eher der solide Zug und glaube ich auch sehr gut spielbar, selbst wenn man mal was vergisst. In meiner Partie kam hier H3, aber Tan Zhongyi spielte C3 und das wirkte auch noch, als wäre sie hier vorbereitet gewesen. E6, der Läufer ist ja jetzt draußen, deshalb kann man E6 spielen und Dame B3. Das ist auch ein ganz typisches Motiv in fast allen Stellungen des Londoner Systems. Sobald Schwarz diesen Läufer von C8 wegzieht, wird der B7-Bauer geschwächt. Das ist natürlich nicht nur im Londoner System so, sondern in vielen Varianten, wo Weiß irgendwie C3 spielt und dann die Option hat, Dame B3 zu spielen. Und das kann man häufig ausnutzen. Insbesondere hier, weil natürlich der Läufer auch die Diagonale H2 bis B8 verteidigt, sodass da die schwarze Dame nicht drauf kann und eben auch nicht der Turm. Deshalb spielt man hier Dame C8. Das kam auch noch alles recht zügig von beiden Seiten. H3 und Läufer H5. Und hier spielte Weiß Springer H4. Die Idee ist es im Prinzip mit G4 diesen Läufer nach G6 zu jagen und dann das Läuferpaar abzuholen. Genauso kam es auch Läufer E7, G4 und nach Läufer G6 schlägt, schlägt. Und Läufer E2. Ja, was ist hier passiert? Schwarz hat jetzt diesen Doppelbauern, aber das ist gar nicht unbedingt eine Schwäche. Also ich weiß, Doppelbauern werden häufig als große Schwäche angesehen, aber hier muss man ganz ehrlich sein, dieser Doppelbauer wird nicht angegriffen. Der ist gut verteidigt und vielleicht kommt sogar die offene H-Linie Schwarz entgegen, denn Weiß muss jetzt hier schauen, wie man diesen H-Bauern dauerhaft verteidigt. Es folgte A6. Schwarz plant hier Raum am Damenflügel zu gewinnen, denn natürlich, nachdem Weiß hier G4 gespielt hat und auch die Option hat, mit H4, H5 den Bauern auf G6 anzuhebeln, möchte Schwarz nicht mehr unbedingt kurz rochieren. Dementsprechend versucht Schwarz eben am anderen Flügel erstmal etwas Raum zu gewinnen. H4 und B5. H5, ja, beide Seiten versuchen an den entgegengesetzten Flügeln zu spielen. Weiß droht hier erstmal noch nichts, aber würde natürlich gerne irgendwann mal auf G6 nehmen und Schwarz dazu zwingen, mit dem F-Bauern wiederzunehmen. Denn dann wäre die Geschichte mit dem Doppelbauern eine ganz andere. Wenn dieser Doppelbauer von den anderen Bauern isoliert ist, dann ist er eben doch eine Schwäche. Okay, Schwarz spielte C4, verjagt die Dame und möchte dann eben früher oder später mit B4 fortsetzen. Dame D1. Und erstmal Dame D8. Ja, die Dame auf C8 hat ihre Aufgabe erledigt und hat jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mal nach B6 zu gehen. Oder eben auch Läufer D6 zu unterstützen, denn Weiß hat das Läuferpaar. Und eine typische Idee für Schwarz in solchen Stellungen ist es eben, dieses Läuferpaar zu halbieren, indem man einfach einen Läufer abtauscht. Und hier spielte Weiß Turm G1. Der hat mir nicht so gut gefallen. Und ich habe mal überlegt, was könnte man sonst tun? Ich habe ja schon gesagt, eigentlich ist eine sehr wichtige Idee für Weiß, dass man hier gern auf G6 nehmen möchte und eben diesen Doppelbauern von den anderen Bauern isolieren. Deshalb finde ich Läufer F3 ganz spannend.
Denn jetzt droht H schlägt G6. Und Schwarz muss wahrscheinlich auf H5 nehmen. Und jetzt nach G schlägt H5 ist nicht ganz klar, ob der Turm vielleicht auf H1 sogar besser steht, um erstmal den Bauern zu decken. Nach Läufer D6 kann Läufer G5 folgen. Und hier droht Weiß jetzt E4, was zum einen dann natürlich E5 droht, aber eben auch, wenn Schwarz nehmen würde, mit dem Springer auf E4 zu nehmen, was ein Problem auf F6 schaffen würde und auch die lange Diagonale öffnen. Das sieht ein bisschen unangenehm aus, deshalb sollte Schwarz wahrscheinlich die Fesselung sofort auflösen. Aber auch hier nach Dame E2 gefällt mir die weiße Stellung so ein bisschen besser, weil mir der Plan ein bisschen klarer ist. Also man möchte wahrscheinlich lang rochieren und den Turm nach G1 bringen. Aber auch hier sollte man ein bisschen Vorsicht walten lassen. Denn natürlich hat Schwarz hier am Damenflügel bereits einige Fortschritte gemacht. Und wenn Schwarz schnell B4 und B schlägt C3 schafft, dann kann das natürlich auch für den weißen König sehr unangenehm werden. Das heißt, man sollte hier ein bisschen vorsichtig sein, wann man lang rochiert. Aber andererseits fallen mir gerade auch nicht so viele gute Züge für Schwarz ein, deswegen glaube ich, dass Weiß hier ein bisschen besser steht. Man hat eben auch nach wie vor das Läuferpaar und man kann auch mal schauen, ob man irgendwelche H6-Ideen hat. Aber Turm G1 ist natürlich auch kein unlogischer Zug, also im Prinzip droht das eben auch H schlägt G6. Und die Idee ist, dass nach G schlägt H5 der Turm eben schon auf der G-Linie steht. Aber wir werden gleich sehen, dass dieser Bauer auf G7 gar nicht so problematisch ist für Schwarz. Schwarz hat einfach Läufer D6 gespielt. Und ja, meine erste Frage war, okay, warum kann denn Weiß jetzt hier nicht nehmen und auf G7 nehmen? Das wäre ja eigentlich die logische Fortsetzung von der Variante, die Weiß gespielt hat mit Turm G1. Aber hier würde einfach König E7 folgen. Und das Problem ist, dieser Turm auf G7, der ist recht alleine, also der schafft keine Probleme für Schwarz. Was der aber tut, ist, der hat die G-Linie geöffnet und die kann eventuell Schwarz ausnutzen. Okay, ich dachte vielleicht Springer F1, um ja, vielleicht den Springer nach G3 zu bringen oder eben auch Platz für die Dame zu schaffen, um dann mal lang zu rochieren. Aber hier Turm G8. Jetzt muss Weiß schon eine Wahl treffen. Ich glaube, der Tausch ist nicht so gut, weil das hilft Schwarz, die G-Linie zu übernehmen. Und nach sowas wie Turm G3 kann man direkt B4 spielen. Und ich glaube, hier sieht man ganz gut, dass dieser Bauer auf H5 im Moment keine große Rolle spielt. Natürlich, wenn Weiß es irgendwie schafft, alle Figuren zu tauschen, dann ist das super, weil man hat da einen Freibauern und das ist ein Mehrbauer. Aber das ist eben schwer zu erzwingen. Dementsprechend ist das hier alles nicht so klar. Und Schwarz hat sehr, sehr gutes Spiel, weil der weiße König einfach keinen sicheren Unterschlupf findet, während der Schwarze auf E7 tatsächlich sehr sicher steht. Das heißt, ja, der Bauer auf G7 ist so mehr oder weniger tabu. Und es folgt in der Partie Läufer G5, Läufer E7, Läufer F4, Läufer D6, Läufer G5. Und Läufer E7. Und ich sag mal so, wenn Weiß sich jetzt hier entschieden hätte, Remis zu machen, dann wäre das wahrscheinlich nicht die Partie des Tages geworden. Im Übrigen aber sehr interessante Entscheidung, wenn man sich die Turniersituation anschaut. Denn Tan Zhongyi hatte vor der Runde einen halben Punkt Vorsprung, beziehungsweise auf Lei Tingzhi hatte sie eben einen ganzen Punkt Vorsprung. Das heißt, eigentlich wäre Remis schon ein ganz gutes Ergebnis für sie. Also natürlich hätte es nichts entschieden, aber sie hätte gute Chancen gehabt, ihren Vorsprung zu wahren und vor allem hätte sie Lei Tingzhi auch auf jeden Fall auf Distanz gehalten. Sie hat sich aber trotzdem entschieden, hier zu kämpfen. Und Kampfgeist ist natürlich grundsätzlich eine gute Sache. In der Turniersituation finde ich es ehrlich gesagt etwas unlogisch, hier weiterzuspielen. Aber gut, am Ende kommen natürlich noch 6 Partien und auch von denen kann man irgendwie was in den Sand setzen. Und da hat sich Tan vielleicht gesagt, ich habe jetzt Weiß und ich spiele hier weiter. Allerdings ist der Zug F4 auch ein bisschen riskant, denn der öffnet den weißen König weiter. Und wir haben schon festgestellt, in vielen Varianten hat der weiße König Probleme, Unterschlupf zu finden. Aber zumindest war es nicht ganz so einfach, ihn auf E1 anzugreifen. Jetzt hat Schwarz hier die Möglichkeit, auf der Diagonale von E1 nach H4 irgendwie Stress zu machen. Aber Schwarz sagt, okay, ich versuche erstmal am Damenflügel zu spielen. A3, A5. Und hier spielte Weiß Läufer H4. Ich habe noch geschaut, vielleicht kann man sowas wie König F2 spielen, mit der Idee, irgendwie die Dame an den Königsflügel zu bringen. Aber auch hier würde Schwarz versuchen, den schwarzfeldrigen Läufer zu tauschen. Und nach Läufer E7 hat man sogar 2 Optionen. Man könnte mit der Dame auf E7 schlagen. Jetzt ist Dame H4 schon sehr unangenehm und wahrscheinlich sollte man den G7 lieber nicht nehmen, sondern sowas wie Turm G4 spielen, um das zu verhindern. Aber hier nach König F8, der H5 ist ganz klar eher eine Schwäche als eine Stärke. Am Damenflügel steht Schwarz auch in jedem Fall besser und hier ist völlig unklar, was Weiß für Vorteile haben sollte. Das heißt, hier steht einfach nur Schwarz etwas besser und Weiß muss sich verteidigen.
Springer E7 ist aber auch interessant. Hier droht jetzt natürlich kein Dame H4, aber die Idee ist, dass nach Turm G7 Springer F5 folgen kann. Der Springer steht hier sehr gut, der greift E3 an, was irgendwie den weißen König bindet, und natürlich droht jetzt auch wieder Dame H4. Und nach Turm G4 könnte man den Springer von H7 wieder aktivieren. Turm G5 und vielleicht Springer D6. Einer der beiden Springer möchte hier nach E4. Und nach Läufer F3 könnte man einfach König E7 spielen. Und wir haben eine ähnliche Situation wie vorhin. Schwarz kann, wann immer man will, B4 spielen. Wahrscheinlich möchte man das erstmal noch nicht, vor allem solange der Turm auf A1 steht, denn das würde ja auch die A-Linie öffnen. Der H-Bauer spielt keine große Rolle, der läuft erstmal nirgendwo hin. Und Schwarz wird jetzt versuchen, am Königsflügel irgendwie die G-Linie zu öffnen. Also zum Beispiel mit Turm G8 oder man könnte natürlich auch versuchen, den anderen Turm nach G8 zu bringen. Man könnte versuchen, die Dame nach H6 zu bringen. Schwarz hat hier eine ganze Menge Ideen und weiß irgendwie nicht. Also es ist schwer, eine aktive Idee für Weiß zu finden. Und auch das macht die Stellung etwas unangenehm. Stattdessen folgte Läufer H4, aber ja, hier kam König F8 und hier spielte Weiß Läufer G3. Der Computer findet Läufer F6 hier besser, aber der ist so ein bisschen unlogisch. Also wenn man Läufer H4 spielt, dann will man im nächsten eigentlich nicht auf F6 nehmen. Dann hätte man es ja gleich machen können. Und ja, auch hier würde ich sagen, Schwarz steht besser, denn die Situation hat sich nicht groß geändert. Schwarz steht am Königsflügel etwas besser, Schwarz hat am Damenflügel bessere Chancen und ja, was spricht für Weiß? Deshalb hat sich Tan wahrscheinlich gedacht, Läufer G3. Jetzt kam wieder Läufer D6, Läufer H4 und hier wusste Lei Ting-Ji, okay, einmal Remis hat Tan abgelehnt, ein zweites Angebot bekommt sie nicht. Springer E7. Der möchte wieder nach F5, das ist das Traumfeld. Und jetzt hat Tan sich entschieden, den Springer auf F6 abzutauschen und Läufer F1 zu spielen. Der soll dann eventuell nach H3. Vielleicht gibt es hier dann mal Ideen mit F5 oder ja, vielleicht kann man auch mal E4 irgendwie vorbereiten und dann D5, irgendwas, was die Stellung öffnet und Weiß Chancen gibt. Aber das war ein guter Moment für Schwarz, jetzt am Damenflügel zu spielen, denn der König steht auf F8 und nicht auf E7. Das heißt, hier ist die Öffnung der A-Linie wahrscheinlich nicht so schlimm. Es folgte A schlägt B4, A schlägt B4 und Läufer H3. Und hier auch schöner Zug von Schwarz F5. Das schränkt zum einen den Läufer ein, verhindert jegliche E4-Ideen, hat aber auch noch eine andere Idee. Der Springer kann jetzt eventuell nach F6, wo er den Bauern auf H5 angreifen würde. Und dieser Bauer auf H5 ist im Moment kein Mehrbauer. Das heißt, wenn Weiß den verliert, dann hätte man sogar Material weniger. Hier folgte Dame F3, Läufer C7 und König E2. Also Weiß verbindet die Türme und ja, versucht diese dann irgendwie zu koordinieren. Und hier ist ein ganz interessanter Moment für Schwarz. Denn hier muss man sich fragen, wie genau will man am Ende die Stellung verbessern. Und die Hauptfrage, die sich stellt, ist, wo will dieser Springer hin? Da gibt es zwei logische Wege. Ein Weg ist es, den eben nach F6 zu stellen, wie ich schon erwähnt habe, aber es gibt noch eine andere Idee. Man könnte den auch nach D6 stellen und auf C3 nehmen und Springer B5 spielen, denn dann hätte Weiß große Probleme auf C3. Und wir schauen einfach mal beide an. In der Partie kam Springer G8, aber Springer C8 ist eben auch interessant. Sowas wie Turm A2, um die Türme zu verdoppeln, das hilft eigentlich gar nicht, denn nach Springer D6 ist nicht klar, was die Türme auf der A-Linie wollen. Nach A7 kann er so oder so, aber weiter dann eben auch nicht. Deshalb dachte ich vielleicht Dame G3, um hier ein bisschen Gegenspiel zu schaffen. Aber hier kann Schwarz jetzt einfach auf H5 nehmen und das ist alles kein Problem. Den Bauern hat man gewonnen, der König kann sich verstecken, wo immer man will, auf E7 wahrscheinlich. Pfeile sind schwer. Auf jeden Fall auf E7 kann sich der König verstecken. Und hier steht Schwarz einfach klar besser. Auch weil der Turm nicht so leicht nach A7 kann. In der Partie kam Springer G8. Und objektiv muss ich sagen, der Zug macht es Schwarz wahrscheinlich etwas schwerer, obwohl er auch gut ist. Hier kommt nämlich Dame G3. Und jetzt droht natürlich Dame G7. Das heißt, hier ist die Stellung etwas schwerer zu spielen. Aber Lei hatte das natürlich vorbereitet und hat hier mit Springer F6 fortgesetzt. Hier kommt aber ein starker Zug von Weiß, H6. Dieser Bauer ist jetzt tabu wegen Dame G7. Also wenn man nimmt, verliert man einfach den ganzen Turm auf H6. Das wäre ein bisschen viel des Guten. Deshalb spielte Lei König E7. Dame G5, jetzt ist plötzlich diese Fesselung etwas unangenehm. Und Dame F8. Schwarz möchte den Bauern nehmen und die Damen tauschen. Aber nach Turm A7 sehen wir, dass Weiß jetzt tatsächlich etwas die Initiative übernimmt. Also
Plötzlich hängt der Läufer auf C7, der König darf nicht ziehen, weil der Springer gedeckt bleiben muss und Schwarz muss jetzt die Figuren etwas passiv stellen. Und nach Turm C8 hatte Weiß eine sehr interessante Idee. Hier hätte Weiß überlegen können, auf F5 Schütze schlagen. Das ist aber natürlich keine einfache Entscheidung, denn es opfert ja schon eine Figur. Schauen wir als erstes mal, was passiert, wenn Schwarz wieder nimmt, denn das ist natürlich der logische Zug. Hier sollte man Turm H1 spielen. Der H6-Bauer ist sehr wichtig für das weiße Gegenspiel. Man bekommt hier nicht genug Bauern und keinen starken Angriff gegen den König, deswegen geht es hier vor allem darum, die schwarzen Figuren zu demobilisieren. Und Turm H1 ist ein sehr wichtiger Zug dafür. Wenn man jetzt versucht, mit Dame G8 die Damen zu tauschen, dann kann Weiß auch B4 nehmen, mit der Idee, dass nach Dame G5 FG5 Weiß immerhin schon zwei Bauern hat. Und nach Springer H7 Turm G1 ist es gar nicht so einfach, sich hier zu befreien. Man kann zwar Turm G8 spielen, aber hier würde einfach G6 folgen. Und tatsächlich fast egal, ob man mit dem Turm oder mit dem Bauern nimmt, das Problem für Schwarz bleibt das gleiche. Irgendwie stehen die Figuren sehr schlecht koordiniert. Alles steht irgendwie auf der siebten Reihe und die Idee von Weiß ist einfach B6. Und eine Figur wird Schwarz wohl oder übel zurückgeben müssen. Vermutlich steht Schwarz dennoch etwas besser, weil man einfach die bessere Bauernstruktur hat und dementsprechend auch der H6 einfach schwach werden kann. Aber hier hätte Weiß Chancen. Ich habe noch überlegt, vielleicht könnte man mit Schwarz ja erst auf C3 nehmen, um eben diese B5-B6-Idee zu verhindern. Aber hier folgt Turm A6. Und jetzt hat man schon ein großes Problem auf F6, den kann man nämlich nicht einfach decken. Und nach Läufer D6 nimmt Weiß und spielt Dame F6. Und ich glaube, in dieser Stellung ist recht klar, dass bei dem offenen schwarzen König und dem starken weißen Freibauern, man bekommt den Bauern auf C3 noch, die Qualität gegen einen Bauern tatsächlich für Schwarz nicht so wertvoll ist, denn wahrscheinlich wird hier noch der ein oder andere Bauer fallen und der schwarze König ist einfach zu schwach. Das heißt, nach E schlägt F5 wäre die Geschichte gar nicht so einfach. Schwarz hätte aber auch noch einen recht logischen Ausweg, also man könnte auch mit dem Turm auf H6 schlagen und sagen, gut, wir tauschen jetzt den Bauern, aber man behält einfach die Vorteile. Aber nach Läufer E6, Fe6, Springer F3 hat Weiß es trotzdem geschafft, eine Figur zu tauschen, zu opfern und ja, der Plan ist so ein bisschen der gleiche. Man möchte die schwarzen Figuren demobilisieren. Okay, man könnte einmal auf C3 schlagen und irgendwie Dame H8 spielen. Oh, Dame H8. Aber hier kann Weiß tauschen und nach König D8, Turm F7 ist die Stellung tatsächlich nicht so einfach für Schwarz. Also man hat fast eine glatte Figur mehr, Weiß hat nur einen Bauern, aber der Springer kommt über G5 nach E6 und diese Türme auf der siebten Reihe, die sind schon sehr unangenehm und es ist schwierig, die von dort zu verjagen. Deshalb steht Schwarz hier jetzt gar nicht klar auf Gewinnen oder so. Aber wie gesagt, sehr schwere Varianten und auch am Ende der Stellung muss man einfach einschätzen, ja, die weißen Figuren stehen gut genug, um eine ganze Figur zu kompensieren. Das ist nicht so leicht und das gelangt dann auch nicht, siehe später Läufer G2. Jetzt hat sich Lay den H6 geschnappt und hat jetzt erstmal einen Bauern mehr. Springer F3 und Turm H5. Jetzt entfesselt man sich auch noch und plötzlich werden die schwarzen Figuren aktiv und jetzt geht es dem weißen König an den Kragen. Dame E1, B schlägt C3 und hier spielte Schwarz Dame H8. Dame G7, der ist auch völlig in Ordnung, aber ich wollte noch eine schöne andere Variante zeigen. Schwarz kann hier nämlich auch Turm A8 spielen. Die Idee ist es einfach, jetzt vom anderen Flügel noch anzugreifen, denn der Springer, der macht hier schon einen guten Job und man möchte jetzt einfach nur so schnell wie möglich Schach setzen. Der Läufer auf C7 ist gar nicht wichtig. Nach König D6, Turm B7 kann einfach Turm A2 folgen. Und nach König D1 sollte man sich nicht damit aufhalten, mit Turm A1 die Dame zu gewinnen, denn die Stellung ist nicht so klar, also sollte gewonnen sein für Schwarz, aber hier muss man noch arbeiten, sondern man sollte einfach Dame A8 spielen. Der Läufer auf G2, den Weiß mehr hat, der interessiert überhaupt niemanden. Schwarz kann dann vielleicht mit Dame A1 Dame A3 fortsetzen oder Dame A4 Schach und hier wird Weiß einfach in naher Zukunft matt gesetzt. Weiß hat überhaupt keine Verteidigung gegen die schwarzen Ideen. Aber Dame G7, wie gesagt, ist auch kein schlechter Zug, also Lay versucht jetzt einfach am Königsflügel zu kommen. Und nach Läufer F1, Dame H8, Dame A1, König F6 sieht man auch sehr schön, dass der schwarze König sehr sicher steht, der weiße aber nicht. Und das hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie stehen die Figuren. Es folgte Turm G2, Turm H3, Springer E5 und Dame H5 Schach. Und jetzt sind die schwarzen Figuren so aktiv, dass es nicht mehr lange gehen kann. Es folgte König E1 und Turm E3. Jetzt hat Schwarz schon zwei Bauern mehr. Und nach Turm E2, Dame H4, König D1. Schlug Schwarz auf E2 und auf F4
Bauer Nummer 3. Und nach Dame B2 kam der nächste Turm in den Angriff. Jetzt ist Schwarz bereit, den Läufer zu opfern. Aber ja, jetzt ist es dann auch matt in wenigen, wenn man den nimmt. Und nach Läufer F3 folgte Turm H2. Nach Dame C1 entschied sich Weiß dann doch aufzugeben, ohne den schwarzen Zug abzuwarten. Ich denke, das Einfachste für Schwarz wäre hier Turm D2, aber man hat eben auch drei Bauern mehr, also man hätte hier schon Optionen. Im Zweifel könnte man auch einfach die Damen tauschen und auf E5 nehmen, auch das würde sehr leicht gewinnen. Hier hat man einfach alles Material mehr und der weiße König ist super schwach. Ja, schöner Sieg von Lay und damit hat sie den Score gegen Tan dann aus der ersten Runde ausgeglichen und überraschenderweise eben auch wieder mit den schwarzen Figuren. Wie gesagt, für mich war es etwas überraschend, dass Tan kein Remis wollte, denn Kampfgeist ist schön und gut, aber die Turniersituation hätte das auf jeden Fall gerechtfertigt, eben auch, weil sie hier gegen eine direkte Konkurrentin spielt. Und ja, wir schauen mal, wie die anderen Ergebnisse so liefen und was das für die Tabelle bedeutet. Ja, Tan gegen Lay haben wir gesehen. Hampi konnte auch eine Partie gewinnen gegen Vaishali. Bei Vaishali läuft es inzwischen gar nicht mehr, muss man sagen. Die hat jetzt recht viele Partien schon verloren. Und auch gegen Hampi war es sehr unnötig. Also sie hat eine ordentliche Partie gespielt und hat dann irgendwie in einem ausgeglichenen Endspiel es etwas komisch eingestellt. Lagno gegen Gojatschkina war eine recht ausgeglichene Partie und endete auch schnell Remis, würde ich sagen. Und Salimova gegen Musichuk war ja auch etwas überraschend. Das werdet ihr natürlich am nächsten Ruhetag auch nochmal zu sehen bekommen, denn Salimova verpasste den Übergang in ein gewonnenes Bauernendspiel. Und das war tatsächlich gar nicht so schwer. Aber ja, manchmal ist man blind für sowas, vor allem wenn man eben schon 4,5 oder 5 Stunden gespielt hat. Was bedeutet das für die Tabelle? Ja, wie wir sehen konnten, wurde Tan jetzt eingeholt, und zwar von Gojatschkina und Lay. Gojatschkina lag ja einen halben Punkt hinter ihr und Lay einen ganzen. Jetzt haben alle 5 Punkte. Und auch Lagno ist auf jeden Fall noch in Schlagweite mit ihren 4,5 aus 5. Also es hat sich an sich jetzt von den Favoritinnen nichts groß geändert seit Runde 7. Aber man muss sagen, Tan hat natürlich ihre Ausgangssituation jetzt etwas verschlechtert. Und Gojatschkina und Lay werden sich freuen. Wenn man sich das Momentum anschaut, dann ist Lay jetzt auf jeden Fall die, bei der es am besten läuft. Die hat immerhin 3 in Folge gewonnen, unter anderem mit Schwarz gegen eine Mitkonkurrentin. Aber ja, die anderen haben natürlich auch Chancen und vielleicht wird Lay mich als ahnungslos zeigen, wenn sie am Ende doch irgendwie 7 in Folge gewinnt, weil ich habe gestern in der Zusammenfassung der ersten Hälfte gesagt, dass man davon ausgehen kann, dass das ein Turnier ist, wo das niemand schafft, aber 3 hat sie schon. Ja, in der zweiten Tabellenhälfte ist Hampi jetzt ein bisschen nach vorne gekommen, weil Charlie auf dem letzten Platz alleine. Anna könnte da mit ihr stehen, hatte aber etwas Glück gestern. Ja, insgesamt wirklich ein recht zweigeteiltes Turnier und es werden nur die ersten 4 mit der Quali was zu tun haben. Schauen wir noch, was bei den Männern so los war. Da war nämlich auch wieder viel Action. Pagnananda gegen Alireza war eine recht ausgeglichene Partie. Da war, ja, beide Seiten haben gut gespielt und es ging dann eben Remis aus. Widet gegen Gukesh war auch wieder sehr kurios. Also Gukesh hat eine sehr komische Zugfolge in einer italienischen Partie gespielt. Aber am Ende haben sie eine recht normale Stellung erreicht. Und irgendwie hat Schwarz sehr früh das Ruder übernommen. Die A-Linie hatte sich geöffnet und ja, Schwarz hat dann irgendwie auch einfach den weißen König über die A-Linie matt gesetzt. War eine spannende Partie, da habe ich aber gesehen, das haben auch schon andere YouTuber analysiert. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da mal, da findet ihr auf jeden Fall was. Nakamura gegen Caruana war auch interessant. Zunächst sah das für mich aus, als wenn das auch recht ereignislos Remis endet, aber Caruana hat dann eine starke Idee von Nakamura übersehen und im Prinzip war die Partie dann fast sofort beendet. Das ist natürlich für Caruana schlecht, was die Qualifikationschancen angeht, aber Nakamura ist jetzt auf jeden Fall wieder im Spiel. Nijat konnte mit Schwarz sein erstes Remis holen und das gegen den führenden Nepomniachtchi. Und das führte dazu, dass dieser nun nicht mehr alleine führt. Schauen wir uns mal die Tabelle an. Auch hier reichen 5 Punkte, um die Tabelle anzuführen. Und da haben wir jetzt 2 Leute, Nepomniachtchi und auch Gukesh ist wieder zurück nach seinem Verlust in der 7. Runde. Dahinter direkt Nakamura und Pragnananda. Dass Nakamura plötzlich wieder so viele Punkte hat, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber ja, ein Sieg gegen Caruana verdient das natürlich. Caruana steht bei 50% mit 4 Punkten. Das wird ihn sicher nicht so glücklich machen.
Und alle, die bei unter 50% stehen, ja, die werden mit dem Rennen um den WM-Kampf nichts zu tun haben. Aber wie immer, die können natürlich Punkte gegen die Führenden holen. Und das kann eben dann auch einen sehr großen Einfluss darauf haben, wer am Ende das Turnier gewinnt. Ja, ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Auch, wie gesagt, interessante Entscheidung von Tan, dass sie das Remis abgelehnt hat. Wir werden sehen, ob sie das am Ende des Turniers bereuen wird oder nicht. Also nach der Partie sicher ein bisschen, aber es heißt ja nicht, dass es am Ende nicht klappt. Dementsprechend schauen wir mal, was die nächsten Runden so mit sich bringen. Und heute wird wieder um 20.30 Uhr gespielt. Morgen früh kommt dann natürlich wieder die Partie des Tages. Ich hoffe, diese hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns hier morgen früh wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.